Hallo, ich bin Rosmarie. Ich helfe smarten Single-Berufsfrauen, die oft schon seit Jahren keine wirkliche Liebesbeziehung mehr hatten, jetzt ihren Traummann zu finden und die Liebe zu gestalten, die sie sich schon so lange wünschen. Wenn du meinen Newsletter bekommst oder auf einer meiner Facebook-Seiten bist, dann weißt du vielleicht, dass mein Partner und ich Ende September in Berlin waren. Wir waren beide das erste Mal in Berlin und wir sind Fans dieser Stadt geworden. Mein Partner ist dort den Marathon gelaufen, aber wir hatten 6 Tage Zeit, uns die Stadt wirklich noch anzuschauen. Als ich unterwegs war in dieser Stadt, mir die Sehenswürdigkeiten und die Geschichte vor allem auch angeschaut habe, da ist mir wirklich etwas sehr deutlich geworden. Berlin lebt von seiner Geschichte und ich meine, Berlin hat wirklich eine Vergangenheit von den Habsburgern über den Ersten Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Mauerbau, Mauerfall und auch jetzt noch dieses Neue, das dazu kommt, dass Berlin so attraktiv für kleine Start-up-Unternehmen ist, die Stadt wirklich jung halten, eine ideenreiche Stadt. Das hat mich wirklich fasziniert, dieses große Potpourri von all dem, was Berlin ist. Eine der Sehenswürdigkeiten, die wir uns angeschaut haben, wir waren auf dem Fernsehturm und dort ist mir, als ich all die Touristen gesehen habe, ist mir wirklich etwas an Parallelen eingefallen, über das ich unbedingt einen Blogartikel schreiben oder jetzt ein Video darüber machen wollte. Ich habe mir auch gerade ein paar Notizen dann gemacht. Ich weiß nicht, ob du das jetzt im Video sehen kannst. Auf diesem Zettel, den wir vom Fernsehturm bekommen haben. Ich habe den dann gleich beschrieben und mir nach Hause genommen, damit ich wieder weiß, was ich im Blogartikel schreiben möchte. Und zwar geht es darum, diese geschichtsstarke Stadt Berlin. Tausende, Abertausende von Touristen besuchen diese Stadt gerade wegen der Geschichte dieser Stadt. Und wenn du Berlin schon gesehen hast, dann weißt du, dass diese Stadt ihre Geschichte auch pflegt. Und wenn du dir vorstellst, du stehst vor dem Brandenburger Tor oder vor den Resten der Mauer oder wo auch immer in dieser Stadt, dann wirst du vor diesen Mahnmalen stehen und dir denken, boah, was für eine Geschichte und wie spannend. Ich glaube nicht, dass du angewidert auf die geschichtsträchtigen Städten schaust und denkst, mein Gott, was für eine wirklich kaputte Stadt ist doch dieses Berlin. Deine Reaktion wird wahrscheinlich wie die der vielen anderen Touristen sein, dass sie finden, mein Gott, ist das eine spannende Stadt. Okay, und hier kommt der Link zu dir und zu uns allen eigentlich. Unserer eigenen Vergangenheit, unserer eigenen Geschichte stehen wir oft, meist sogar so viel nicht bloß skeptischer, sondern kritischer gegenüber. Wir empfinden unsere eigene Vergangenheit und wenn wir von unserer eigenen Vergangenheit sprechen, dann meinen wir meist die Dinge, die nicht rund gelaufen sind. Wir empfinden unsere eigene Vergangenheit oft als Hypothek. Als, du weißt das, dieser große Rucksack, den du auf dem Rücken mit dir rumschleppst. In Sachen Liebe. All diese Male, in denen du in der Liebe enttäuscht wurdest, all die Male, in denen dich ein Mann verlassen hat oder nicht ausgewählt hat, all die Male, in denen eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, weil es irgendwie nicht gestimmt hat. All diese Dinge empfindest du als riesengroße Hypothek und als Hindernis für das, was du erreichen möchtest. Aber wieso schaust du deine eigene Vergangenheit nicht mal aus einer anderen Perspektive an, aus der Perspektive, wie du als Touristin die Geschichte von Berlin anschauen würdest. Da stehst du eben nicht und sagst, was für eine voll kaputte Stadt, sondern du stehst da und sagst, wow, was für eine interessante Stadt. Anders gesagt, auf dich bezogen, warum schaust du dich selbst nicht mal aus dieser neuen Perspektive an und sagst, wow,
Was für eine wirklich interessante Frau. Diese Frau hat eine Geschichte, diese Frau hat einen Hintergrund. Ohne diese Geschichte als Hypothek aufzufassen, sondern mal den Blickwinkel wirklich zu ändern und zu sehen, dass deine Geschichte genau das aus dir gemacht hat, was du heute bist. Du wärst heute nicht die Frau, du wüsstest heute nicht, was du in der Liebe alles suchst, was dich glücklich macht in der Liebe, was für einen Partner du möchtest, was für eine Partnerschaft du suchst, was für eine Qualität von Partnerschaft, wenn nicht da diese Vergangenheit von dir wäre. Schau auf deine Vergangenheit mit anderen Augen, mit den Augen, die du, ja, wie du Berlin anschauen würdest. Hier ist nochmals der Merkzettel, damit du das bestimmt nicht noch einmal vergisst. Du bist wirklich, du bist eine tolle Frau heute, so wie du bist. Und vor 20 Jahren warst du diese Frau noch nicht, vor 30 Jahren auch nicht. Und dazwischen liegt ein Arsenal, ein riesiges Arsenal an Erfahrungen, die keine Hypothek sind, sondern dich zu dem gemacht haben, was du heute bist. Und das, was du bist heute die Person, die deinen Traummann und die Liebesbeziehung, die du dir wünschst, anziehen kann. Wichtig ist dafür, dass du deine Vergangenheit aus einer neuen Perspektive anschaust, nämlich aus einer wohlwollenden, wertschätzenden Perspektive, die nicht bloß Hypotheken oder schwere Rucksäcke sieht, sondern die Perspektive, die wirklich dein Potenzial sieht und all die Geschenke, die in diesen Erfahrungen drin liegen, weil sie dich zu dieser wunderbaren, bewussten Frau gemacht haben, die du heute bist. Das war's für heute. Ich habe auf meiner Facebook-Page, meiner Fanpage, Business-Page, immer wieder mal ein paar Live-Videos jetzt diese Tage raufgestellt, wenn du Lust hast, den Link auf meine Fanpage, den teile ich mit dir in diesem Blogartikel. Ich würde mich freuen, dich da mal zu sehen. Und wie immer, wenn du ein Feedback für diesen Artikel hast, für dieses Video, dann würde ich mich natürlich freuen, von dir zu hören. Alles Liebe und bis bald, deine Rosmarie.